Sonnenflug. Was? Sonnenflugger? Was ist das? Sonnenblume? Keine Ahnung. Kringratte, hallo, willkommen. Frohes Neues. Hallo, hallo. Bin jetzt auch seit September in einem Gym. Oh, echt? Seit September. Das ist nicht lange, ne? Hast noch nie getrainiert. Ja, das ist, man darf nicht sehen, Training, Fitness, also Fitnesstraining, man darf nicht das als so Arbeit sehen. Das muss Philosophie zu dir sein. Also du musst immer wieder trainieren gehen. Sonst, ich kenne viele Leute, die sich anmelden und nie gehen. Wie ich. Nein, aber... Hey, Dayo, hallo, hallo. Frohes Neues, wie geht's? Leute, wir machen... Also, Britney Room kommt... Also, die... Also, meine Mod... Mein Mod und Zuschauerin. Und, sie unterstützt mich auch immer, natürlich. Und... Also, ist nicht natürlich, ich meine... Ist schön. Sie wird auch mitspielen. Sie hat auch Nintendo Switch. Alter, ich bin so schlecht. Boah. Werde ich so schlecht bleiben? Gibt es noch Hoffnung? Schwierig. Es ist schwierig. Ungar ist siebter. Keltoid. Was ist das, Alter? Ich meine, guck mal, wie ich heiße. Bro. So kreativ. Einer heißt Player, einer heißt Kelto. Was ist mit dieser Jugend passiert? Oh, Carter. Jimmy Carter. Ich habe immer gesagt, fröhliche Weihnachten. am Silvester. Jedes Mal, wirklich. Ich habe diesen Fehler so oft gemacht, dass man mich zum Arzt angemeldet. Nein, Spaß. Aber diese Fehler habe ich viel gemacht. Habe ich immer gesagt, fröhliche Weihnachten. Wo Weihnachten? 2019. Ich meine, 99. 1999. Egal, ihr wisst, was ich meine. Oh, was ist das, Eier? Flieg! Bubu. Bubu. Mann, das Auto ist auch nicht gut. Ich bin 12. Man sieht es nicht. Ich bin der Erste. Wo 12. bitte? Nein! Gibt es noch Glück und Hoffnung? Das ist so scheiße. Von wegen, es geht nicht ums Spaß haben. Ich will gewinnen. Scheiß auf Spaß haben. Mann, ich kann nicht verlieren. Ich hasse das. Ich versuche es immer nicht zu zeigen. Aber es belastet mich. Ich bekomme immer so dann Störungen irgendwie. So Traurigkeit und so. Ist das normal? Gib ihm! Ja, früher, 1989 und so, habe ich immer so gesoffen, feiern gegangen, so mit Frauen. Das ist nicht das Leben, Leute. Nein. Mit zwei, drei Frauen. Nicht schön. Jetzt ist schön. So, ne? Wie ein 80-Jähriger. Kaffee getrunken. Dinner gegessen. Nochmal gegessen. Nein, nicht nur einmal. Und dann Kaffee. Ja, zum Glück vermisse ich diese andere Zeiten nicht. Na, wo ich gefeiert bin. War schon schön. Ich vermisse es. Nein, Spaß. Nein, so ist auch schön, natürlich. Lieber so, wisst ihr, wenn man so redet, man denkt, man ist nicht alleine. Also wenn man so, das immer, ich habe jetzt über 1000 Videos gemacht und auf YouTube hochgeladen. Ich habe so oft gestreamt. Mein Rekord 45 Stunden, 30 Minuten. ja, wirklich. Und, aber, was wollte ich sagen? Ja, ich habe, es ist komisch, wenn man so redet. Ne? Du erzählst etwas und dann, du weißt nicht, ist das lustig, ist das nicht lustig? Ist das blöd gewesen jetzt, was du gesagt hast? Man sieht ja die Leute nicht. Wenn die Leute da vor mir wären, ich könnte Komiker werden. Wirklich, meine Lehrer hat mir immer gesagt, die haben mich gefragt, was willst du werden? Hab ich gesagt, Frauenarzt. Die haben alle Lachanfall bekommen. Ja, ich hatte Ehrgeiz, die Noten stimmten nicht. Ja, ich hatte andere Sachen im Kopf damals. Ich wollte Experiment. Ja, ich war ein Wissenschaftler. Japan.
Hallo Japan! Oh, Anime. Aber, Leute, ganz ehrlich, so gefällt es mir mehr, als jetzt ins Feiern gehen, saufen mit Frauen. So, so, was ist das? So, 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 was ist das? Nicht schön. Kann ich nicht empfehlen. Bleibt zu Hause, seid anständig. Und ja, wirklich, das ist kein Witz, ist keine Ironie. Das ist das wahre Leben. Feiern gehen. Hat kein Ende. Mach Platz, Teddybär. Ja. Hätte man mir früher gesagt, du bist am Silvester streamen oder zocken, hätte ich gesagt. Ja, mit einer Flasche Whisky. Heute? Ich trinke Kaffee. Was ist aus mir geworden? Schon traurig, wenn man so denkt. Kriegt man schon Depressionen, ja? Nein, nein, Spaß. Ich tue mich vorbereiten, wenn ich mal heirate und Kinder bekomme. Ja, dann alle zusammenschlagen. Nein, Spaß. Niemals würde ich Kinder schlagen. Mein Vater hat immer gesagt, guck, ich habe dich geschlagen. Guck mal, wie du geworden bist. Ein sehr starker. Ja, ja. Aber wenn du ihn heute fragst, also er ist tot, aber hätte er gelebt und hättest du ihn gefragt, hätte er gesagt, ich habe ihn nie geschlagen. Ja, er hat nicht. Er hat... Wisst ihr so... Ja, aber das ist gut, wenn man seine Kinder anständig erzieht. Sehr wichtig. Gewalt ist keine Lösung, aber ich war auch nicht so einfach. Einfach, ne? Ich war schon ein bisschen... Ich hatte eine schwere Kindheit. Sehr schwer. Aber naja, das ist das Leben halt. Heute bin ich wie ein Priester, wie ein Hoja. Dank meinem Vater. Wie einem Horrorfilm, wisst ihr? Diese psychische... Ne? Egal jetzt. Nee, mein Vater war wirklich ein sehr... Er war Lehrer. An der Universität, ne? Ja, ja. Das habe ich gespürt. War schon krass, muss ich zugeben. Meine Mutter, Anwältin, Buchhalterin. Also ich bin wirklich das schwarze Schaf in der Familie. Ja, jetzt weiß das jeder. Super. Willkommen in der Brooks Home. Oh, Home Sweet Home. Oh, Handau und Terka. Hallo Leute, willkommen. Hallo, hallo. Willkommen, frohes Neues. Hafenstadt, Mainstadt. Oh, Britney ist auch da. Oh, so schnell ist sie wieder da. Oh, so schnell ist sie wieder da. Aber jetzt zu spät. Willst du mitspielen oder was? Nein, nein, natürlich kannst du. Oh, Mario, guck mal. Oh nein, den Goldigen habe ich nicht. Oh, scheiße. Wäre schon schön gewesen. Man muss alles Gold spielen. Das ist schon viel Arbeit. Habe ich mal versucht. Keine Chance. Definitiv.